Stellen Sie sich vor, Sie sind Edelmetallhändler und eines Tages kommt ein Kunde zu Ihnen und sagt Ihnen: Hier, bitteschön, ich habe ein Golddraht mitgebracht mit 1 Meter Länge, den würde ich Ihnen gerne verkaufen. Ja, was würden Sie machen? Wahrscheinlich würden Sie erstmal ein Metermaß holen und nachmessen, ob der wirklich 1 Meter Länge hat. Wir wollen das vielleicht gerade mal so aufschreiben. Sie brauchen noch nicht mitschreiben, sondern erstmal aufpassen. Nachher können Sie immer noch auf Pause drücken, wenn ich sage, und dann in Ruhe abschreiben. So, also einmal kommt eben ein Kunde mit eben, wie gesagt, mit diesem Golddraht, dessen Länge bestimmt werden muss. Malen wir vielleicht gerade mal hier hin, als Beispiel. So, zu bestimmende Länge. So, Sie kommen mit Ihrem Metermaß, das legen Sie an diesem Golddraht an. Und siehe da, wenn man genau hinschaut, stellt man fest, oh, der Golddraht des Kunden ist nicht ganz 1 Meter, der ist ein bisschen kleiner. Das haben Sie mit Ihrem Metermaß bestimmt. Ja, sagen Sie dem Kunden, das ist nicht ganz 1 Meter, der Golddraht, den Sie mir bringen. Was sagt dann der Kunde? Der Kunde sagt, das stimmt nicht. Mein Golddraht hat genau 1 Meter. Dann stimmt Ihr Metermaß nicht. Ja, und was würden Sie dann dem entgegnen? Da würden Sie wahrscheinlich sinngemäß sagen, ja gut, ich habe aber mein Metermaß gekauft. Das wurde hergestellt in einer Metermaßfabrik. Und in dieser Metermaßfabrik haben die eine Vorlage, und die ist noch viel, viel genauer als mein Metermaß. Und anhand dieser Vorlage wurde mein Metermaß hergestellt. Und deswegen ist mein Metermaß definitiv genauer als ihr Golddraht. Und diese Vorlage, die in der Metermaßfabrik benutzt wird, die hat auch einen Namen. Das wird auch sekundärer Standard genannt. Das schreiben wir uns also auch auf. Und die malen wir also auch ähnlich lang wie das Metermaß mit dem Meter. Das ist einem hier dieser sekundäre Standard. Dann sagt der Kunde aber zu Ihnen, das mag ja alles sein, dass Sie Ihr Metermaß gekauft haben, das in einer Metermaßfabrik hergestellt wurde, aber diese Vorlage, die hierfür genutzt wurde, die ist auch schon fehlerhaft gewesen. Und dann müssten Sie dem entgegnen, ja gut, man hat aber diese Vorlage, die man benutzt hat, um mein Metermaß herzustellen, die wurde auch nochmal an einer anderen Vorlage hergestellt. Und diese allererste Vorlage, mit der das hergestellt wurde, das war früher dieser Urmeter, dessen Namen Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, der wurde in Paris gelagert und es war wirklich ein aus einer bestimmten Legierung, eine bestimmte Länge, die hat genau 1 Meter gehabt und die war die Vorlage für alle anderen Meter. Die wurde bis in die 60er Jahre benutzt, bis man davon abgewichen ist und eine andere Methode der Metadefinition gefunden hat, mit die noch genauer ist. Aber das ist eben dieser primäre Standard gewesen, der war sehr, sehr teuer. Man konnte nicht alle Metermaße herstellen, indem man die angelegt hat an dieses Urmeter, sonst müsste man dieses Urmeter immer aus diesem Tresor rausholen und so weiter. Man hat lieber mit so sekundären Standards gearbeitet, die dann als Vorlage gedient haben, um irgendwelche Metermaße herzustellen. Also das ist eben dieses Urmeter gewesen. Das war der primäre Standard. Der wurde genutzt, sozusagen, um den sekundären Standard zu bestimmen oder festzulegen. Der wurde genutzt, um sozusagen das Metermaß herzustellen. Um dessen Länge zu bestimmen oder festzulegen. So, und mit Hilfe dieses Metermaß kann man eben jetzt arbeiten, um eine bestimmte Länge abzumessen oder festzulegen.
So, das war das Beispiel der Länge. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, also schreiben wir vielleicht gerade mal auf, Beispiel Länge in Metern. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was hat das mit uns zu tun? Genauso wie es bei physikalischen Größen ist, genauso ist es bei chemischen Größen. Da haben Sie zum Beispiel Gehalte, zum Beispiel in Mol pro Liter, von irgendwelchen Probelösungen. Also zu bestimmende Gehalte wäre es dann in Mol pro Liter. Was nehmen Sie dafür? Sie nehmen kein Metermaß, aber Sie nehmen eine Maßlösung. Und die muss natürlich genau bekannt sein vom Gehalt, damit Sie eben Ihre Probelösung bestimmen können. Also es gibt völlig analoge Vorgänge, die schreiben wir auf der rechten Seite, gelten halt eben für chemische Größen. Also hier Beispiel Länge, hier schreiben wir hin Beispiel Gehalt. Als Einheit nehmen wir jetzt einfach mal an Mol pro Liter. Es könnte natürlich genauso gut Gramm pro Liter sein. Hier, auch hier haben wir einen zu bestimmenden Gehalt. Auch Probelösung genannt. Und das wird eben bisschen komplizierter als hier. Hier muss man das bloß anlegen. Hier muss man eine chemische Analyse durchführen, muss man ein bisschen vielleicht ineinander umrechnen, aber letzten Endes fußt die Bestimmung durch die Titration zum Beispiel mit einer Maßlösung, mit genau bekanntem Gehalt. So, auch hier eben Bestimmung. Können wir hinschreiben. So, und auch die Maßlösung, die muss also natürlich genau bekannt sein vom Gehalt, die muss ja aber auch irgendwie bestimmt werden, dieser Gehalt, dieser Maßlösung. Und das kann auch hier erfolgen mit Hilfe eines sekundären Standards. Schreiben wir auch auf, also Standardlösung heißt es dann hier auch. Oder auch sekundärer Standard, sagt man hier auch. Und auch, also auch hier wäre eine Bestimmung dann. Würde eine Bestimmung erfolgen, eine chemische Reaktion, zum Beispiel auch eine Titration. Aber auch die Standardlösung muss ja mal vom Gehalt her bestimmt worden sein, dass man den ganz präzise weiß. Und auch hier gibt es letzten Endes einen primären Standard und das ist die sogenannte Urtiter-Substanz. So wie das Urmeter gibt es hier eine Urtiter-Substanz. Das ist der primäre Standard. Der eben zur Bestimmung benutzt werden kann. So, jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Das Urmeter, da gab es wirklich einen einzigen Prototyp in Paris, wurde der gelagert und war, wie gesagt, sehr teuer. Den hat man nur selten rausgeholt. Man hat da mehr mit solchen sekundären Standards gearbeitet. Die hat man den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellt, sodass man nicht immer nach Paris fahren musste und da das mit dem Prototyp da bestimmen muss. Bei Urtiter-Substanzen ist es anders. Das ist eine ganze Substanz, zum Beispiel Natriumcarbonat Dihydrat oder so etwas oder Oxalsäuredihydrat, da gibt es keinen Mangel. Da gibt es nicht nur einen einzigen Prototyp, sondern insgesamt Oxalsäuredihydrat ist zum Beispiel eine Urtiter-Substanz, so dass man nicht unbedingt mit solchen sekundären Standards arbeiten muss. Es gibt also Urtiter-Substanzen in Hülle und Fülle von der Menge her und man kann die direkt nutzen, um den Gehalt von Maßlösungen zu bestimmen. Man muss also nicht diesen Umweg gehen über diesen sekundären Standard. Wir können also hier auch einen Pfeil machen. Also auch hier läuft eine Bestimmung der Maßlösung manchmal, oder sehr häufig sogar, direkt, ohne dass man eben den Umweg gehen muss über einen solchen sekundären Standard. So, auf jeden Fall, die Gemeinsamkeit ist, dass man eben die Bestimmung von Größen häufig erfolgt über solche Standards. Das schreibe ich gerade noch hier hin. Oder auch Prototypen genannt. So, und das
das gilt eben für solche physikalischen Größen, aber auch für chemische Größen. Und als Überschrift, genau damit wollen wir uns nämlich auch ein bisschen näher beschäftigen, auch Rechnungen dazu machen, ist die Bestimmung des Gehalts von solchen Maßlösungen mithilfe von solchen Urtäter-Substanzen. Schreiben wir also gerade als Überschrift auf. Und ich würde Ihnen jetzt empfehlen, auf Pause zu drücken und es in Ruhe erstmal alles abzuschreiben, bis zu der Stelle. Gut. Vielleicht notieren wir uns ganz zum Schluss jetzt noch zusammenfassend ein, zwei Merksätze. Können Sie gerade drunter schreiben. Die gesamte Maßanalyse das ist ein anderes Wort für die Titrimetrie, also die durch die Bestimmung mit Hilfe von Titrationen oder Volumetrie sagt man auch häufig, weil ja letzten Endes ein Volumen abgemessen wird an irgendwelchen Maßlösungen, das dazu gegeben wird. Also die gesamte Maßanalyse fußt darauf, dass es Maßlösungen gibt. Mit exakt definiertem Gehalt gibt. Gleichbedeutend kann man auch sagen, also wenn man den genau definierten Gehalt kennt, meint es auch gleichzeitig, da Titer ist ganz genau bekannt und die Nennkonzentration in der das Produkt ergibt ja genau diesen ist ja definiert als der entsprechende als die entsprechende Ist-Konzentration. Deswegen habe ich geschrieben beziehungsweise Titer. So, die Bestimmung dieses Gehalts der Maßlösung. Die Bestimmung dieses Gehalts der Maßlösung erfolgt durch eine chemische Analyse. Und in der Regel ist es auch eine Titration. Mit Urtitersubstanzen. Damit ein Stoff als Urtitersubstanz geeignet ist, muss er ganz besondere Eigenschaften haben. Mit denen wollen wir uns als nächstes beschäftigen. Das heißt, Sie können gerade als Überschrift aufschreiben.
Urtitersubstanzen und ihre Eigenschaften. Dadurch, dass man diese Substanzen nutzt, um den Gehalt von Maßlösungen zu bestimmen, ergibt sich auch schon ganz klar, dass das chemisch möglichst reine Stoffe sind mit einer exakt bekannten chemischen Zusammensetzung. Wenn die irgendwelche Verunreinigungen enthalten würden, wäre man natürlich eine genaue Gehaltsbestimmung damit nicht möglich. Wir können also aufschreiben, chemisch möglichst rein. Und eben eine exakte, bekannte stöchiometrische Zusammensetzung. Typischerweise werden die eben eingewogen, um daraus irgendwelche Lösungen herzustellen oder direkt zu titrieren, und entsprechend braucht man auch eine gute Wägbarkeit. Nicht alle Stoffe sind gut geeignet, um abgewogen zu werden. Zum Beispiel Verbindungen, die flüchtig sind, zum Beispiel Jod oder so etwas, die kann man praktisch nicht genau einwiegen. Die wären als Urtitersubstanzen nicht geeignet. Oder auch Stoffe, die hygroskopisch sind, die also Luftfeuchtigkeit ziehen. Wenn man die auf eine Waage legen würde, solche hygroskopischen Stoffe, dann könnte man beobachten auf einer Feinwaage, wie die immer schwerer werden durch das Anziehen von Luftfeuchtigkeit. Und das sind also auch Stoffe, die kommen nicht in Frage als Urtitersubstanzen. Die müssen also wirklich überhaupt keine Eigenschaft zeigen, eben Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Auch dürfen sie natürlich nicht mit Luftbestandteilen reagieren. Stoffe, die zum Beispiel CO2 aus der Luft binden, die können natürlich auch nicht genau eingewogen werden. Zumal die Bindung von CO2 ja auch dann den Stoff zersetzt, weil das CO2 reagiert ja chemisch dann eben mit dieser Substanz. Also gute Wägbarkeit meint, dass wir nicht hygroskopische Feststoffe haben. Flüssigkeiten besitzen nämlich meist eine viel höhere Flüchtigkeit und sind eben auch nicht geeignet. Also nicht hygroskopische Feststoffe. Das heißt, sie haben nicht die Eigenschaft, Luftfeuchtigkeit zu ziehen. Und das führt eben dazu, dass meistens Urtitersubstanzen Kristallwasser enthalten. Also nicht meistens, aber sehr häufig, weil die kristallwasserhaltigen Formen, die schon eine bestimmte definierte Menge Kristallwasser in sich haben, die haben viel weniger die Eigenschaft, Luftfeuchtigkeit zu ziehen. Also können aufschreiben dann nicht hygroskopische Feststoffe, häufig kristallwasserhaltige Formen. Zum Beispiel das Natriumcarbonat Dekahydrat hat eine viel geringere Hygroskopizität als das Natriumcarbonat pur, und deswegen wird es auch als Dekahydrat meistens eingesetzt. Also keine Reaktion mit Luftbestandteilen, haben wir auch schon gesagt. Das gehört auch zur guten Wägbarkeit. So, und man will natürlich auf so einer Feinwaage auch ziemlich große Massen abwiegen dürfen, trotz geringer Stoffmengen, die man benötigt.
Genauso wie bei der Gravimetrie, bei der Wägeform ist es nämlich auch hier dann eben hilfreich, wenn wir eine möglichst hohe molare Masse haben. Weil man eben dann, obwohl man nur eine kleine Stoffmenge, zum Beispiel ein Millimol oder sowas einwiegen muss, schon relativ große Massen erzielt, weil halt die molare Masse entsprechend groß ist. Das heißt auch ein Vorteil, wenn eine Urtitersubstanz eben eine hohe molare Masse besitzt. Das heißt schon relativ kleine Stoffmengen. Ergeben hohe Massen. Auch deshalb ist es sinnvoll, kristallwasserhaltige Formen einzusetzen, weil eben das Kristallwasser auch die molare Masse einer Verbindung erhöht. Ein Mol Natriumcarbonat-Dekahydrat wiegt deutlich mehr als ein Mol Natriumcarbonat. Und deswegen nimmt man lieber ein Natriumcarbonat-Dekahydrat, weil man einfach dann mehr einwiegen darf. Und dann wird das Wägen insgesamt genauer. So, und weitere Gründe, die auch nicht ganz so extrem wichtig sind, aber wir schreiben sie mit auf, ist einmal, dass wir möglichst beständige Lösungen daraus bekommen, also auch die gelöste Form dieser Urtitersubstanz. Die Lösungen, die man daraus herstellt, die sollen auch chemisch frei von Zersetzungsreaktionen sein und sie sollen möglichst umweltschonend sein. Also möglichst. Beständige Lösungen. Ohne Zersetzungsreaktionen. So, und als letzter Punkt möglichst umweltschonend. Möglichst umweltschonend. Also wenn es irgendwie geht, vermeiden wir Schwermetalle wie Quecksilber oder so etwas, quecksilberhaltige Verbindungen. Es gibt zwar, früher hat man solche Urtitersubstanzen auch genutzt, aber die sollte man eben heutzutage nicht mehr einsetzen, wenn es irgendwelche Alternativen gibt.